Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4 und der Topmodel Challenge. Ja, unsere Mädels sind hier noch vom letzten Mal im Badeanzug, da sie ein bisschen planschen waren. Sie essen nun und ich habe gedacht, wir könnten auch eine kleine Grillparty machen, wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich erst am Abend soweit sein wird. Ich habe zwar schon alles hier hingestellt, aber die Mädels, die futtern sich jetzt schon voll und daher wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie dann wieder Hunger haben. Deswegen erst am Abend wahrscheinlich die Grillparty heute und das natürlich mit dem Motto Swimmingpool. Warum nicht bei dem wunderschönen Wetter, obwohl vor meiner Tür jetzt gerade echt alles voller Regen ist und gar nicht schön. Deswegen ist es umso schöner, dass hier bei den Sims schönes Wetter ist. So, es ist heute wieder eine Entscheidungssendung auf jeden Fall. Das bedeutet, ihr seid heute dran, jemanden rauszuwählen. Heute erleben wir alle Mädels noch einmal nach und schauen uns die nochmal an. Es sind ja nur noch 5 Stück übrig und ihr könnt das nächste Mal, beziehungsweise heute in dieser Folge, eine rauswählen. Ja, ich bin sehr gespannt, wer da rausfliegen wird. Die beiden verstehen sich ja auch immer sehr, sehr gut, aber sie hat jetzt erstmal nur Essen im Kopf. Okay, alles klar. Wobei sie hat auch schon, ich habe zumindest das Gefühl, dass sie schon ein bisschen abgenommen hat. Sie hatte ja schon ganz schönes Bäuchlein bekommen gehabt. Aber mittlerweile sieht das eigentlich wieder ganz okay aus. Auf jeden Fall flacher. Ich könnte mir das, wie gesagt, einbilden, wer weiß. Aber nein, ich glaube, sie nehmen tatsächlich ein kleines bisschen ab. So, wo haben wir denn eigentlich das Telefon? Ach ja, wir haben ja ein eigenes Telefon. So, gesellschaftliches Ereignis planen, finde ich mal eine gute Idee. Vielleicht kann man eine Party planen, das wäre natürlich total super. Ja, Phoebe, dann sag mal an. Okay, Tanzparty. Gibt es Grill irgendwas? Inkognito-Kostümparty? Hausparty. Genau, werde zum Stadtgespräch, mach deine Nachbarn neidisch mit Speisen vom Catering und köstlichen Getränken. Finde ich gut. Vielleicht lädst du sogar ein paar von ihnen ein. Zu den Gold-Level-Belohnung gehört ein neues Elektroobjekt. Yay! So, das steht schon mal auf jeden Fall zur Auswahl. Ja. Hausparty, finde ich, klingt sehr gut. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht hier. Klick, um einen Sim einzuladen. Wo sind denn die ganzen anderen Sims? Ja, wir laden natürlich alle ein. Die auf jeden Fall. Ah, hier sind die ganzen anderen Sims. Okay. Dann laden wir die auch nochmal ein. Mehr Sims sind nicht. Wir haben doch so viele Sims zwischendurch kennengelernt. Nehmen wir die nochmal. Entertainer. Ja, da haben wir keinen Entertainer. Diese Rolle besetzen. Finde ich gut. Okay, dann haben wir noch einen Mixer. Ja, die Rolle muss auch besetzt werden. Und Caterer. Brauchen wir natürlich auch. So, sehr schön. Ja, wo gehen wir denn da hin? Bleiben wir bei uns? Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich bei uns hier. Gut, Eichhof ist das. Oder, warte mal, was haben wir denn? Wir können natürlich auch noch woanders hingehen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Die Mitbewohnerresidenz. Was es hier nicht alles gibt. Hm, gute Frage. Chateau. Ja, was nehmen wir denn da? Was? Nee, ich würde bei uns bleiben. Das ist wahrscheinlich am besten. Eine schöne Gartenparty. Bei uns so eine kleine. Finde ich eine ganz gute. Oh, und schon ist sie umgezogen. Okay. Das geht ja sehr, sehr schnell. Hauptziel: Gastgeber knüpfen Kontakt zu Gästen. Okay, alles klar. Ja, wo bleiben denn die Gäste? Kommen sie denn gleich? Oh ja, da sind schon welche. Gut, es sind natürlich auch nur die Nachbarn und der Schwarm von Ellie, der kommt auch, obwohl... Oh, das kommt einfach so rein. Alles klar. Gut. fürs Kommen danken. Hat sie jetzt ausgemacht? Ich glaube, sie hat jetzt erstmal ausgemacht. Hi, guten Tag. Schön, dass du da bist. Da kommen bestimmt noch so ein paar andere. Ja, sehr schön. Also, auf jeden Fall unsere kleine... Naja, klein. Klein ist zu viel gesagt. Sie ist ja doch nicht ganz so klein. Unsere Phoebe. Ach ja, guck mal hier. Die können auch noch mal ein bisschen quatschen. Fürs Kommen danken. Finde ich eine gute Idee. Ach, die anderen sind auch schon
getroffen, beziehungsweise freundlich vorstellen. Haben sich auch schon umgezogen, wollte ich sagen. Freundlich vorstellen? Ja, wir kennen uns ja noch gar nicht. So, vorstellen. Machen wir mal eine ganze Vorstellrunde hier. Sehr schön. Vorstellen. Hi, guten Tag. Wie geht's euch denn so? Wer seid ihr denn eigentlich alle? Ja, du bist bestimmt die Caterer, oder? Ja, genau. Sie sieht aus, als wenn sie vom Catering kommt. Da ist er ja. Da ist er ja. Hallo? Vielleicht klappt das ja doch mal mit denen. Mit Justin und Ellie. Das wäre total klasse. Aber ja, sieht halt nicht ganz so aus, als ob das mal klappen würde. Er hatte ja klipp und klar gesagt, dass es nur Freundschaft ist. Von daher, Josh pennt erstmal. Ja, Josh kann auch erstmal schlafen, das ist nicht so schlimm. Hallo, guten Tag, freundlich vorstellen. Mensch, der passt doch auch richtig gut mit dir zusammen. Sie fühlt sich unwohl wegen der schmutzigen Umgebung, was aber sehr seltsam ist eigentlich, weil die Haushaltshilfe eigentlich schon da ist. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn jetzt hier alles kaputt? Alicia, kümmere dich mal bitte drum. Mal bitte einen Reparaturservice arrangieren. So, freundlich vorstellen. Oh Mädels, ihr seht so wunderschön aus. Ja, wie sieht es jetzt aus mit dem Catering und dem Essen? Gibt es das auch bald? 2 von 4 schon? Okay. Bin ich sehr gespannt, wie so eine Party hier läuft. Wir müssen mal richtige Musik einschalten. Alternativ. Ein bisschen rockig hier. Nee, das ist schon wieder... Also der hier ist echt nicht so toll, ne? Aber wir haben das Ziel erreicht. Yay. Speisen essen, 2 von 4. Wo sind denn die Speisen überhaupt? Speisen gibt's noch gar nicht. Wer bist denn du? Du bist der Caterer. Ja, sag ich doch. Caterer. Ah, was gibt's denn hier? Weiße Torte und hier gibt's Essen. Kann man das irgendwie veröffentlicht erklären, das Essen oder irgendwie so? Zum Essen rufen, so zum Beispiel. Abfeiern. Ja, abfeiern finde ich ist auch eine gute Idee. Abfeiern. Mal gucken, was dann passiert. So, wo ist überhaupt die Ellie? Genau, kommt zum Essen. Die Stimme passt eigentlich gar nicht so gut zu ihr, finde ich. Oh, ihr schmeckt es aber. Wer bist du? Wer bist du? Ich muss mir erstmal die Leute alle angucken. Bin er nicht so... Er ist einfach nur ein Gast, okay. Alicia, erzähl dem Gast doch mal einen Witz. Achso, wir müssen erstmal freundlich vorstellen. Ha, Party! Ein bisschen Partystimmung von Kimberly. Schleiby, lecker, lecker Essen. So klingt es zumindest. Guten Tag, ich würde dir gerne einen Witz erzählen. Lustig. Schmutzigen Witz über Sunset Valley, lustige Geschichte erzählen. Polizistenwitz? Nee, wir machen einen Witz über Sunset Valley. So, und da gibt es auch schon wieder mehr Essen dann. Sehr gut. Caterer macht die dritte Speise. Ja, der Caterer, da scheint wirklich sehr gut zu sein. Sehr, sehr schön. Der kann aber sehr viel. Mega. Huh. Gibt's Fisch? Sieht aus wie Lachs. Ellie könnte sich bei den Caterer auch mal freundlich vorstellen. Vielleicht klappt das ja mit den Caterer. Witz haben wir auch. Oh, Kuchen essen. Kuchen essen, das kriegen wir doch locker hin. Kerzen auspusten, was wünschen. Kerzen entfernen, Glasur probieren. Aufräumen. Sie im Altern lassen. Nein. Können ja mal die Kerzen entfernen. Vielleicht essen dann alle, wenn die Kerzen entfernt sind. Das wäre natürlich sehr, sehr super. Und dann könnte man den Kuchen vielleicht so langsam essen. Caterer? Wie sieht denn das Essen aus? Das liegt hier so. Und was ist mit dir los? Was machst du da? Warum hockst du dich da hin und isst da? Okay. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Das ist unser Ivory, ne?
Ivory geht's aber nicht ganz so gut. Ja, sie findet es noch dreckig hier. Wo ist die Haushaltshilfe? Warum macht ihr nicht sauber? So, können wir jetzt essen? Ein Stück nehmen. Warum geht denn das nicht? Es wäre unanständig, ein Stück von der Butter zu nehmen, bevor die Kerzen ausgepustet sind. Ah, ach so, okay. Dann pusten wir mal die Kerzen aus. Ivory, puste unsere Kerzen aus. Los geht's. Mixer braucht eine Bar. Ah, okay. Machen wir gleich. Ich kann gerade nur nicht. Aber warum altert sie denn da gleichzeitig? Sie sollte um die Kerzen auspusten, mehr nicht. Okay. Kein Problem. Dann. Oh ja, na super. Jetzt ist sie auch noch älter geworden. Naja, von mir aus. Kein Problem. Oh, irgendwie sieht sie gleich viel hübscher aus, finde ich. Okay, man sieht es fast gar nicht, aber irgendwie sieht sie sehr, sehr schön aus. Okay, die Party, jetzt können wir alle Torte essen. Ein Stück nehmen. Wenigstens können wir das jetzt machen. Das ist gut. Ein Stück nehmen. Genau, kann man nicht auch alle rufen zum, genau, zum Essen rufen. Perfekt. Machen wir das so. Aber komisch, dass man dann gleich älter wird. Ich meine, er hat ja die Torte hierher gebracht, der Caterer, und sonst hat keiner die Torte hergebracht. Na gut, ist egal. Fällt auch nicht weiter auf bei Ivory. Ne, die Ivory, hier ist sie. Ja, die können wir mal kurz folgen. Ja, die sieht immer noch so aus wie vorher, von daher. Ein Jahr älter ist nix. Wobei sie jetzt eigentlich, glaube ich, richtig eine Erwachsene ist, nicht mehr so eine junge Erwachsene. Aber wie gesagt, bei ihr fällt das irgendwie so gar nicht auf. Überhaupt nicht. Sie kann immer noch Topmodel werden. Und das in ihrem Alter. Ja, irgendwie finde ich sie sogar ein bisschen schöner als vorher. Findet ihr das nicht? Ivory könnte übrigens auch rauswählen. Dann haben wir hier noch die Ellie. Die gerade verspielt ist. Und mit ihrem Essen ein bisschen rumspielt anscheinend. Nein, die setzt sich erstmal hier hin. Ich finde, sie sieht unglaublich aus wie Yuna. Also von Final Fantasy. Gerade mit dem Outfit ist sie komplett Yuna. Also wer Final Fantasy 10 kennt, Yuna, ihr wisst Bescheid. Oh, wer sitzt denn da draußen eigentlich? Achso, die beiden Männer sitzen hier draußen ganz alleine. Na sowas? So, was hat sie denn jetzt hier? Sie ist glücklich. Das ist doch schön. Ach, Hausparty schon abgeschlossen. Okay, Medaille erhalten. Silber, yay. Okay, dann war die ja doch ein voller Erfolg. Belohnung. Keine üble Party. Vielleicht wird es beim nächsten Mal mit etwas mehr Sitzgelegenheiten noch besser. 7 Haushaltsinventar nach. Aber Sitzgelegenheiten haben wir doch total viele hier. Naja, gut. Okay. Man lernt ja immer dazu, gerade was Party so angeht. Können wir da jetzt schauen? Nee. Okay, dann machen wir es erstmal weg. Alles klar. Sehr schön. Dann haben wir eine kleine Party gemacht. Entschuldigung. Der werte Herr. Bitte zu gehen. Warum geht das nicht? Dann stelle ich mich erstmal kurz vor und dann bitte ich zu gehen. So. Du bist nämlich der schlechteste Pianist, den man je gesehen hat. Leider. Das tut mir sehr, sehr leid für ihn. Genau, setz dich mal hier hin und jetzt schmeißen wir dich gleich raus. Aber es könnte vielleicht jemand anderes spielen. Wie wär's denn damit? Kannst ein bisschen üben. Das wäre doch eine gute Idee. Ja, sie waren zwar super toll, aber es wäre Zeit, wenn sie endlich gehen. Na, ja, steig ich eben in meinen Porsche ein und fahre nach Hause. Okay, alles klar. Supi. Oh, Ivory räumt auf. Sehr schön. Wenigstens eine räumt auf. Ja, mit meiner Grillparty war es nun leider nichts. Auf Grill haben die Mädels irgendwie heute keine Lust gehabt, obwohl hier alles so wunderbar steht zum Feiern und Grillen. Aber naja, was soll's. Josh könnte vielleicht mal eine Runde baden mit jemandem. Wie wär's das denn? Mal ein bisschen
Schwimmen, vielleicht ein bisschen nackt baden, damit es mal ein bisschen losgeht hier mit der Phoebe, weil die, da bahnt sich doch was an. Dann können sie doch auch mal ein bisschen hier baden. Fände ich eine gute Idee. Ist es sogar warm, das Wasser? Warte mal, ich sehe es gerade hier nicht so. Moment, mal gucken. Es sieht sogar warm aus. Huch, jetzt bin ich mit meiner Kamera verrutscht. Es sieht sogar warm aus. Es sieht sogar sehr einladend aus. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Okay, zumindest kommt es schon mal. Aber ich glaube, die springen, schwimmen dann sowieso wieder nur Runden. Weil es gibt auch einen richtigen Whirlpool, wurde mir gesagt. Ja, da könnte ich ja direkt mal kurz gucken. Mal kurz nach einem Whirlpool gucken. Whirlpool. Oh, da gibt es sogar mehrere Whirlpools. Ah, cool. Sehr cool. Dann nehmen wir doch mal hier einen Whirlpool hin. Wobei der halt nicht schön aussieht, weil der so hoch ist. Das ist ein bisschen schade, ne? Ich stelle ihn trotzdem mal hier hin. Und dann können sie lieber in den Whirlpool gehen. Das ist doch viel cooler. Ah, so. Da geht es sogar nur nackt baden. Das gibt's ja nicht. So, Lichtfarbe einstellen. Oh ja, nehmen wir mal so ein schönes Lila. Sehr cool. Ist vielleicht noch ein bisschen besser. Ist bestimmt schöner, in Whirlpool zu baden, als in so einem kleinen Dingens. Oh, warm. Ja, genau. Steigt mal rein. Vielleicht kommt ihr euch ja mal ein bisschen näher. Ich meine, ihr redet die ganze Zeit immer und redet übers Essen und so weiter und so fort und ihr geht raus. Okay, wo gehst du hin? Du willst schon wieder schlafen! Das gibt's doch nicht! Da setzen wir dir hier eine schöne Frau hin, die gerne mit dir im Whirlpool sitzen möchte und dann gehst du schlafen. Also es ist sowas. Josh verpasst aber auch wirklich alles. Und sie denkt schon ans Kinderkriegen mit Josh. Ja, ich weiß nicht, Phoebe. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das irgendwie soweit ist. Die verstehen sich zwar ganz gut, aber nicht so gut, dass es irgendwie, dass er sich nicht vom Bett losreißen kann. Ja, denkt sie sich, okay, dann gehe ich mal eine Runde zocken. Sims Forever spielen, das ist ja auch lustig. Okay, die Mädels sind schon eingeschlafen. Dann würde ich direkt sagen, ihr dürft jemanden rauswählen diesmal. Entweder die Ivory, die hier ein bisschen übt. Die Alicia, die jetzt auch schon eingeschlafen ist, die sich heute darum gekümmert hat, dass der Wasserhahn wieder funktioniert, damit die Party nicht den Bach runtergeht. Die gute Kimberly, unsere Sängerin, die... wo ist sie denn? Ach da, die ist noch wach. Die hier so ein bisschen rumläuft und jetzt aber wahrscheinlich auch ins Bett geht. Genau, die geht auch ins Bett. Dann unsere liebe Ellie, die Streberin, die gar nicht mehr so streberhaft ist. Die hat sich also schon ganz gut gewandelt, muss ich sagen. Die aussieht wie unsere Yuna aus Final Fantasy. Und ja, die könnt ihr auch auswählen. Und die Phoebe haben wir noch, die jetzt ein bisschen nackt zocken geht. Warum machst du das nackig? Zieh dich doch wenigstens an. Zieh dir wenigstens Schlafklamotten an. Ja, ich soll mich anziehen? Ja, du sollst dich anziehen. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann kannst du nämlich danach gleich ins Bett gehen. So. Triumph des Gastgebers. Ja, genau. Eine schöne Party war es. Zwar ziemlich ruhig irgendwie. Ja, steh einfach mal so gegen die Wand. Das ist schön, wenn man so gegen der Wand steht. Hm? Ist super. Ah, jetzt zieht sie sich doch normal an. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen und viel Spaß beim Rauswählen.